Na, da habe ich mir ja schon wieder was eingebrockt in GTA, nicht wahr? Und auch wenn sich jetzt ein oder andere denken mag, ja, mein geiler, epischer Freemode-Fight mit Luftfahrzeugen. Nicht so ganz. Also, ja, es ist auf jeden Fall noch ein Fight mit Fahrzeugen, aber definitiv kein Freemode-Fight in dem Sinne, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen mag. Ja? In der Situation bin ich jetzt hier noch mit meinem BF dabei, gegen den Hunter was zu machen. Was ich allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass der einen Kollegen mit dabei hat. Das ist dieser weiße Hiwi, der da immer wieder auf der Map zu sehen ist und mal wieder nicht. Das ist nämlich sein Kollege, der in einem Lenkraketen-Akku sitzt, ja. Und er hat ja zusätzlichen Druck auf mich ausgeübt. Und da ich halt zu diesem Zeitpunkt echt wenig GTA gespielt habe, eigentlich gar nicht, ist mir das nicht besonders gut bekommen. Ich bin nicht wirklich eingespielt gewesen und dann auch noch so eine Situation, muss ich ganz ehrlich zugeben, war ich dezent los. Und man sieht es ja auch, dass man eben nicht besonders gut ist mit dem BF und so weiter und so fort, ja. Aber ich finde das Showcase mal wieder ganz gut, was ich tatsächlich kann und was nicht. Und das erwähne ich auch nur, weil es in der Vergangenheit nämlich oft Leute gab, die mich in größten Tönen gelobt haben für irgendeine Scheiße oder mich absolut gut geredet haben. Und dann kommen immer wieder irgendwelche Leute, haben ein falsches Bild von mir und dann kommt wieder so ein Bullshit bei raus, dass dann wieder irgendwelche Leute behaupten, ja, Physik ist aber voll schlecht. Ja, ich habe auch noch nie was anderes behauptet. Guckt euch an, wäre ich jetzt in einem Laser gesessen, dann wäre ich tot gewesen, weil der eine saubere Raketensalve durchgedrückt hat. Ja? Verstehe ich nicht. Ich meine, es ist zwar vielleicht nett gemeint von den Leuten, vor allem von Leuten, zu denen man halt ein friendly Verhältnis hat, wenn die dann halt im positiven Sinne über dich reden. Aber das hat halt leider auch den Nachteil, dass viele halt dann einfach einen besser reden, als man tatsächlich ist. Und ich habe mich noch nie hingestellt und gesagt, dass ich in irgendeiner Art und Weise besonders gut bin. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann situativ, wenn ich da gerade irgendwelche Leute am Bekämpfen bin. Denn wenn ich da gerade irgendwelche Leute am Bekämpfen bin und der offensichtlich scheiße ist, dann kann ich sagen und das auch zu Recht behaupten, dass ich dann besser als der bin. Aber ansonsten würde ich mich nie hinstellen oder hinsetzen, in egal welcher Art und Weise, und sagen, dass ich in irgendwas besonders gut bin. Weil das eben nicht der Fall ist. So, haben wir das abgeklärt. Aber jetzt weiter dazu. Ich habe mich dann, nachdem ich hier gegen den Lenkraketen-Akku absolut reingeschissen habe, mit dem Hunter-Pilot ein bisschen auf Friendly gestellt, was dann auch wunderbar funktioniert hatte. War anders als diesen Lenkraketen-Akku zu geiern. Weil der hat mir dann irgendwann geschrieben, nachdem wir ein bisschen hin und her geschrieben haben, dass wir doch epische Dogfights miteinander machen könnten, hatte ich absolut kein Problem damit, habe ich auch zugesagt. Aber erstmal wollte ich seinem random Kollegen zeigen, dass ein Sperrfeuer-Akula deutlich geiler und besser ist als ein Lenkraketen-Akula. So, das hat auch erstmal 100 Jahre gedauert, bis der mich überhaupt mitbekommen hat. Ah, da kannst du nichts machen. Da bist du geplatzt. Herrlich. So, in seinem ersten Dogfight. Das hier ist ein B11 versus Hydro Dogfight, so wie er das auch am Anfang beschrieben hatte. Und das ist im Endeffekt auch genauso ausgegangen, wie man sich das vorstellen mag. Ja, der Hydro hat ja absolut keine Chance, weil ich ihn outmanövern kann. Er wollte dann hier ein Manöver mit seinem Schwebemodus pullen. Hat nicht so ganz funktioniert. Er meinte aber auch selber, dass er das nicht kann. Und dann habe ich ihn versehentlich aus der Luft gerammt. Ärgerlich. Genauso ärgerlich wie dieser Dogfight. Fing zwar gut an, ich habe auch hier gut getroffen, finde ich. Aber leider ist da wieder ein Fehler passiert. Und zwar bin ich abgestürzt. Wunderprächtig, nicht wahr? Unser zweiter Dogfight lief auch nicht besser. Er hat das Aneinanderfliegen verkackt. Wahrscheinlich, weil mein Chat einfach dunkel war und er ihn nicht rechtzeitig gesehen hatte. I don't know. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr billiger Kill gegen ihn, zugegebenermaßen. Aber mein Gott, was soll ich denn machen? Ja. Und dann war hier noch eine Nervensäge. Die hat ja ab und zu mal ein bisschen rumgenervt. Das war sein erster Encounter mit mir und da habe ich ihn auch noch aus der Luft gefischt und war er erstmal eine ganz lange Zeit wieder ruhig gestellt. So, zu unserem nächsten Laser vs. Laser Dogfight. Hier hat alles wunderbar funktioniert, keiner ist abgestürzt, das Aneinanderfliegen hat funktioniert. Und ich will mich nicht selber loben, aber da habe ich ihn wunderschön weggemacht. Ja? Sah wirklich gut aus. Und das hier ist der letzte Laser vs. Laser Dogfight mit dem. Und am Anfang sieht noch alles hier ganz gut aus. Ich habe ihn immer wieder im Blickfeld. Müsste jetzt eigentlich nur es schaffen, hinter ihn zu kommen und dann würde er mir rein theoretisch gehören. Aber ich weiß nicht, was der da dann für ein Manöver geflogen ist. Aber auf einmal war er schließlich weg.
Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen, die Orientierung verloren und als ich dann nach hinten geguckt habe, habe ich ihn herunterkommen sehen und dann habe ich ihn nur noch Sekunden gezählt und gewartet, bis er mich dann erledigt, was er dann auch schlussendlich getan hatte. Ab und zu war auch sein Random Mate an der Militärbasis, der sich dann immer wieder mal ein paar Billigkills abgestaubt hatte, beispielsweise hier, als ich hier gerade mit dem anderen eine Nachricht geschrieben habe. Ja, und als ich ihn dann darauf hingewiesen habe, mich doch mal in Ruhe zu lassen, während ich mit seinem Kollegen da zugange bin, hat er mir nur noch Noob zurückgeschrieben. Dachte ich mir so, alles klar, dann muss ich dir halt nochmal zeigen, dass ein Lenkraketen ein cooler Scheiß ist und bin ihm nochmal handen gegangen. Und auch wenn ich hier absolut keine Glanzleistung abliefere, aber das, was er hier macht, das ist ja nochmal schlechter als das, was ich hier mache. Na, kannst du mit deinen Lenkraketen einfach nichts machen, da bist du wieder geplatzt, wie du es verdient hast. Weiter geht's mit unserem anderen Kollegen hier. Der hatte dann die glorreiche Idee, ein Akula vs. Havoc Battle zu machen. Ich habe ihn da echt nochmal gefragt, ob er das gerade wirklich ernst meint und ob er da wirklich Bock drauf hat. Und dann meintest du, ja, ist doch mega witzig. Und tatsächlich, das ist auch mega witzig. Ist mal was Neues, ist mal was anderes. Normalerweise im Freemode wäre das jetzt ein Noobike, ja, und kein Havoc. Aber war tatsächlich ganz lustig und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war verdammt knapp, ja. Der hat mir so zugesetzt mit seinem Havoc. Unglaublich, aber man sieht auch, dass ich absolut kein Aim habe. Zum einen liegt das daran, dass ich nicht eingespielt bin, aber zum anderen liegt das daran, dass ich grundsätzlich in solchen Situationen nie besonders treffsicher mit meinem Speerfeuer war. Auch die Leute, mit denen ich damals noch gezockt habe, wo ich dann auch ab und zu mal mit denen sowas gemacht habe, können eigentlich bestätigen, dass ich, was das betrifft, nie besonders gutes Aim hatte. Ich muss aber auch sagen, dass ich da nie besonders großen Wert darauf gelegt habe, weil für die meisten Plebs im Freemode reicht es ja schließlich aus. Egal, wir haben dann kurz gechillt, dann kam Nervensäge mit seinem Noobike, wurde runtergesniped und weil ein Noobike-Snipe einfach satisfying ist, bleibt er drinnen. Sein Kollege allerdings, der setzt sich hier gerade eigentlich mit dieser Nervensäge auseinander, lässt sich von der die ganze Zeit stingern, nur weil er mich in den Bus hat einsteigen sehen hat und unbedingt wieder einen Kill haben wollte. Und wäre ich hier nicht so unlucky im Lowground gewesen, hätte der den auch nicht bekommen. Aber scheißegal, ich bin respawned und habe ihm so die Ehre entwendet, gedragt, du Hurensohn. So, beruhigen wir uns wieder, denn es geht weiter mit coolen Heli-Dogfights, yeah! Wir haben hier jetzt einen Savage vs. Hunter Dogfight. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier war ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich nicht wusste, ob er die Kanone benutzen würde, wenn ich ansatzweise in deren Range bin. Deswegen bin ich hier auf Distanz geblieben und habe versucht, die Reichweite meines Sperrfeuers auszunutzen. Was mir allerdings halt absolut nichts bringt, weil ich auf die Distanz mit dem Sperrfeuer nämlich absolut keine Präzision habe. Geschweige denn, weiß ich jetzt nicht mehr, ob die Sperrfeuerraketen ansatzweise überhaupt noch in seiner Reichweite gewesen sind, weil das sah nämlich gerade schon sehr danach aus, als wären die vor ihm explodiert. Ja. Er hat aber auch hier ein bisschen zu kämpfen, weil ich die ganze Zeit im Highground bin, worauf ich jetzt nicht besonders geschwitzt habe, ja, aber das liegt halt einfach daran, dass der Hunter grundsätzlich einfach eine höhere Steigrate hat als der Savage und selbst wenn ich da minimal wieder ein bisschen an Höhe gaine ich halt dann wieder so schnell und viel Höhe, dass das halt dann ärgerlich für ihn in seinem Savage halt dann ist. Aber als er mir dann zu nahe kam, habe ich gedacht, ich baue noch mal ein bisschen Distanz auf. Und da hat er mir ganz dreist eine unlucky Rakete gehittet. Tatsächlich, das war unerwartet. Aber hat jetzt mir nicht sonderlich viel gemacht. Ja, ihr seht ja, mein Hunter ist aber noch intakt. Und weiter geht dieser Scheiße hier. Dann waren wir tatsächlich ein bisschen auf gleicher Höhe und so weiter. Und hier, ja, fetze ich ihm dann den Hauptrotor weg. Und er fällt zu Boden wie so ein Sack Kartoffeln. Ja, ärgerlich. Ärgerlich. Die Nervensäge dachte sich dann, oh, die fliegen hier die ganze Zeit mit Helis rum. Ich habe auch Helis in meinem Hangar. Ich fliege jetzt auch mal Heli. Und dann kam er raus mit dem Lenkraketen Akula und ja, weil er halt eher kein Heli fliegen kann, wurde dann halt auch kurzerhand beseitigt. Ja, das war eine schnelle Geschichte mit dem. Ja. Wir haben dann weitergemacht und das hier ist ein Buzzard vs.
Hunter Dogfight ist. Wir haben im Endeffekt den Anfangsclip umgedreht, jetzt wo er im Bosat sitzt und ich im Hunter. Ja, nur leider hat er das Problem. Er kam viel zu nah an mich ran und da ist es für mich einfacher, das Sperrfeuer zu hitten. Und dann hat das leider nicht so ganz so gut funktioniert für ihn. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir einen Sea Sparrow gegen Bosat Dogfight machen. Und ich sag euch es so, wie es nun mal ist, ja. Durch Marvin, aka dem Karziaten, bin ich, was diese zwei Helis in einem Dogfight betrifft, absolut traumatisiert, ja. Was mich Marvin schon in Community, wenn es aus dem Buzzard gefischt hat mit seinem Sea Sparrow, unglaublich, wirklich. Deswegen bin ich auch hier so unglaublich vorsichtig, versuche mit meinem Movement hier den Raketen auszuweichen, indem ich die ganze Zeit die Richtungen ändere und so weiter und so fort. Was mir natürlich das Aim genommen hat, was sowieso nicht vorhanden ist und was das Ganze sehr, sehr hinausgezögert hatte. Ja, also danke dafür, Marvin. Dieses Trauma werde ich meinen Lebtag nicht mehr los, ja. Nein, Spaß, alles Gute. Grüße gehen raus an Marvin. Der freut sich sicherlich, das hier zu sehen, dass hier mal irgendjemand wieder einen Sea Sparrow verwendet. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das hier wirklich interessant. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr könntet sowas, also so random mit Heavy's Dogfighten mit der Gathunderlord-Armee machen, ja? Mit diesen ganzen Gathunderlord-Fanboys, die sowieso alle denken, sie wären krasse Piloten. Stellt euch mal vor, man würde die random in Lobbys treffen und könnte mit denen so eine Scheiße abziehen. Das wäre doch mega geil, ja? Nee, stattdessen wären einfach die ganze Zeit irgendwelche Casuals und sonst was 50-0 abgefahren, weil this is the way. Das ist skillvolles Heli-Fliegen, so. Ja? Ich meine, ja, man muss nicht dauerhaft irgendwelche 1v1s machen, aber wenn eine Community schon auf Helis sich spezialisiert hat, dann finde ich sowas eigentlich unerlässlich, so. Ich meine, das dient ja nicht nur zum Messen gegeneinander, sondern halt auch als Übung, so, wisst ihr? Man kann das ja zu Übungszwecken auch verwenden, ja? Um zu gucken, wie gut man mit welchen Helis gegen andere Helis und so weiter ist. Und wie gut die Fähigkeiten der einzelnen Piloten sind. So, je besser der Pilot ist, gegen den du da fightest, desto besser kannst du im Endeffekt in solchen Situationen dann auch werden, ja? Aber von denen gibt's sowas nicht. Da muss auf Score gespielt werden. Und wenn du sie aus den Helis rauskratzt, ja, dann wird entweder Laser Abuse oder die Orbi oder tatsächlich auch das Noobback, als es noch relevant war. Ach, es ist einfach traurig, ne? Aber das ist so eigentlich ein richtiges Vorzeigebeispiel, was man tatsächlich auch in der Open Lobby an Spaßtechnischen tatsächlich noch haben kann. Ja? Wäre geil, wenn das öfter der Fall wäre, aber das sind Hoffnungen, die streue ich hier ins Leere rein, ne? So, aber zurück hier. Ich habe ihn dann hier endlich mal bekommen, da ist er mir echt sauber reingeflogen. Das war aber auch sehr intens, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich ein intenser Fight. Das hier eher weniger. Kurzer Spoiler, den hat er auch zu Recht gewonnen hier mit seinem Havoc. Zum einen, weil ich kein Aim habe und es dann umso schwieriger für mich ist, diesen Havoc zu treffen. Sein Aim war da ein bisschen besser als meins. Allerdings meinte er, dass ich ihm trotzdem gut zugesetzt hatte. Denn er meinte, dass ich ihm das Leben in den roten Bereich geschossen habe. Und so wie er mir das erzählt hatte, schien das wohl so gewesen zu sein, hätte ich da auch nur 2-3 Kugeln mehr reingetroffen, hätte ich ihn aus dem Havoc-Cockpit rausgeschossen. Ja. Das ist aber auch eine Sache, die er fast geschafft hätte. Ja. Achtet mal ab und zu ein bisschen auf mein Leben, Balken. Der ist auch irgendwann mal kurzweilig dezent im knallroten Bereich. Da war ich mal wieder roter Eisen-Tampon, ja. Aber das war auf jeden Fall verdient von ihm. Aber man sieht es halt auch hier, mein Bursadain, es ist so gottlos schlecht. Es war auch nie besser als das, wirklich. Ja. Ich weiß noch, ich habe mal irgendein Video hochgeladen gehabt. Da haben wir zu zweit mit einem Bursadain eine Lenkraketen-Akula auseinandergenommen. Da habe ich reingeschrieben, dass das kein Witz ist, dass mein Buzzard MGM so Dogshit ist. Und da haben sich wirklich alle das Maul darüber zerrissen. Und meinten so, ja, das ist, ey, ist ja wirklich voll schlecht. Und ich denke mir so, ja, no shit, Sherlock. Habe ich ja nur reingeschrieben gehabt in das Video. Naja, egal, egal. Aber man sieht's halt. Aim ist bei mir da nie vorhanden. So. Ich mache auch sowas generell einfach nicht. Und ich hatte auch Besseres zu tun, als mich dahin zu setzen, mein Buzzard MGM zu verbessern. Ja.
Hier das Buzzard vs. Buzzard Ding war eine Sache für mich. Wie auch immer, ich verstehe es nicht. Naja, und zu guter Letzt, was Lustiges, ein Cargo Bob vs. Cargo Bob. Also das war wirklich so eine Sache, als er das wirklich meinte und ich ihn gefragt habe, das ist sein Scheiß ernst, das meinte er so, ja, und ich bin so froh, weil das war wirklich einfach dumm und es war so dumm, dass es einfach lustig war. Den habe ich, by the way, auch gewonnen, warum auch immer. Ihr könnt euch das jetzt noch zu Ende geben. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Man sieht sich.